Wir sind Petra und Michael und ihr reist mit uns durchs Mittelmeer. Und diesmal nehmen wir euch mit von Ischia vorbei an Capri, in den Golf von Salerno und nach Kalabrien. Ankern hatte Hochkonjunktur und Daisy viel zu tun. Endlich wieder segeln. Das ist nicht so einfach zurzeit hier so Anfang Oktober. Wir sind heute Morgen schon nach nur 2 Tagen in Ischia wieder aufgebrochen. Ich glaube, wir haben 4 oder 5 Ankerbuchten dadurch probiert. An Capri sind wir vorbei. Eigentlich ganz schrecklich, das war so ein Traumziel von uns. Aber das geht einfach nicht. In Capri gibt es rundherum nur steile Küsten, das heißt, es fällt direkt senkrecht ins Wasser runter, die Steine. Ist ja alles vulkanischen Ursprungs hier, alles. Dann gibt es also nur einen Hafen auf der Nordseite der Insel und da haben wir eben gesehen, im 10-Minuten-Takt ballern da die Schnellfähren rein. Also für diesen, das ist bestimmt nicht ruhig da und nicht nett da und die nehmen wir auch noch, jetzt im Oktober, noch 70, 80 Euro pro Nacht. Also wir hatten eigentlich davon ausgegangen, dass wir in Italien jetzt irgendwie Richtung 30, 40 Euro landen für den Herbst. Die Saison ist lange vorbei. Aber sämtliche Hilfen nehmen hier immer noch 70, 80 Euro pro Nacht. Für unsere Größe, 38 Fuß. Wir müssen aber auch zugeben, dass wir das nicht recherchiert haben. Wir hatten immer gedacht, Balearen sind das teuerste im Mittelmeer. Das ist ein Trugschluss. Das stimmt überhaupt nicht. Also Italien rund um Neapel ist wirklich teuer. Jetzt weiter im Süden wird es wohl besser, was wir gesehen haben. Jetzt kreuzen wir gerade den Golf von Salerno. Und es ist so, dass wir hier so ab mittags 13, 13.30 kommt hier der Wind aus Norden, der uns vorantreibt, dass wir unter Gennaker schön fahren können. Und vorher haben wir ein bisschen Motorrad noch, sodass wir auch unsere Etappen schaffen. Das Wetter momentan ist wirklich Hochdruck über dem gesamten Mittelmeer, Teile von Europa. Dementsprechend haben wir überhaupt keine Fronten, keinen Wind oder nur nachmittags thermischer Wind. Das ist auf der einen Seite natürlich schön und friedlich, dass wir hier ohne großen Kampf nach Süden vorankommen. Auf der anderen Seite ist das Segeln fast unmöglich, bis auf die Nachmittagsthermik. Ja, ich meine, Gennaker segeln ist ja total schön. Wir lieben das ja. Es ist ja einfach ein geiler Kontrast, wenn man 6 Stunden Motorrad ist und dann den Gennaker rausholt. Wir gleiten hier nur so durch. Und die 3,5 Knoten, die wir gerade machen, die reichen uns jetzt auch, um bis zum Sonnenuntergang in Agripoli ankommen. 7:10 ungefähr geht die Sonne abends unter jetzt, Anfang Oktober. Und wir sind gespannt. Das Besondere dort ist, Hafen, wieder irgendwie 80 Euro plus Marinero-Anleinengebühr 20 Euro, sparen wir uns, weil vor dem Hafenbecken kann man ankern. Und das werden wir ausprobieren. Und warum wir unbedingt nach Capri wollten, ne? Das zeigen wir euch ganz am Ende des Videos. Da wird was vorbereitet. Oh, das müsst ihr euch unbedingt angucken. Jetzt haben wir mittlerweile 4 Windstärken und düsen mit 5,5 bis 6 Knoten Fahrt dahin. Das ist einfach so geil. Als uns der Windmesser die erste 16er Bö anzeigte, war es Zeit, auf die Genua umzusteigen. Gegen 16 Uhr näherten wir uns Agripoli. Links der dominante Felsen und rechts daneben die Einfahrt. Die Liegeplatzmöglichkeiten im Hafen konnten wir ja erfreulicherweise rechts liegen lassen und steuerten direkt auf den freien Bereich unterhalb des Felsens zu. So, angekommen nach knapp 10 Stunden. Sind wir tatsächlich hier in diesem Hafenbecken gelandet. Hinter uns noch so 3, 4 Motorboote, vor uns auch noch eins. Die haben sich ein bisschen erschreckt, aber die hauen alle noch ab und dann ankern wir nachher noch mal richtig um. Es ist flach hier, gerade mal so 3 Meter tief. Kurz vor Sonnenuntergang wechselten wir den Platz, eine weitere Yacht kam hinzu, der Wind schlief fast ein und der Schwell fand keinen Eingang in das Hafenbecken. Am nächsten Morgen fühlten wir uns von Agripoli fast persönlich begrüßt. Benvenuti hieß es, in der Stadt am Meer. Landausflug! Agripoli erkunden! Hier sind ja an dem Pontonanleger so Treppen. Als ob hier auch mal größere Schiffe festmachen. Da werden wir einen Platz finden für uns.
So, hier probieren wir das jetzt mal. Kurz vor dem attraktiven Teil der Stadt eröffnet sich ein schöner Blick auf die Ankerstelle. Weiter oben landeten wir in der Fußgängerzone. Wir hatten Glück und fanden ein kleines Restaurant für einen frühen Lunch, denn plötzlich, 13 Uhr, Siesta. Wir entschlossen uns zu handeln. Na, wie ist es so? Für Oktober nicht schlecht. Dann verlagerten wir die Action unter Deck. So, ich habe nochmal was Neues, und zwar so kleine Wassersensoren. Die haben über diese beiden Fühler da hinten, stellen die fest, ob sie Wasserkontakt haben. Das Ganze ist gekoppelt mit Handy-Apps. Hier habe ich die drei jetzt mal definiert. Und wenn der... Hier habe ich meine kleine Pfütze. Oder da. Kontakt zum Wasser hat, fängt er an zu piepen. Ich nehme ihn mal wieder raus. Und dann kommt in der App eine Meldung, dass der Wassermelder 1 einen Alarm hat. Ja, Idee ist, dass wir dann auch den Watermaker laufen lassen können, wenn wir vielleicht am Strand spazierengang gehen. Dass wir dann also mitbekommen, wenn mit der Pumpe irgendwas ist oder ein Schlauchplatz oder so, dass wir dann wirklich schnell Bescheid bekommen, dass wir da Probleme haben. Jetzt müssen wir noch drei schöne Orte aussuchen, wo die hinkommen. Tiefe Punkte, wo das Wasser längs laufen könnte, ja. Hast du einen Platz gefunden? Ja, hier unten. Da muss das Wasser auf jeden Fall vorbei. Da unten. So, da haben wir den ersten platziert. Jetzt geht's um die Nummer 2. Der ist hier, hinter der kleinen Absperrung, noch ein tiefster Punkt. Da kann er piepen, wenn es nass wird. Ja, hier einer in der Hauptbilge am tiefsten Punkt. Allerdings nicht ganz unten, weil da schon manchmal ein bisschen Wasser, wenn man was überkippt oder so, das wischen wir weg. Da liegt er, glaube ich, ganz gut. In Agripoli nutzten wir am Morgen unserer Abfahrt die Tankstelle. Dort zeigt sich der Service in der Nebensaison von seiner flexiblen Seite. Eigentlich ist er geschlossen. Wir vertrauten der Telefonnummer an der Tür und schwupps war der Tankwart zur Stelle. Und einen Schluck Wasser umsonst kriegen wir hier auch. Tschüss, Agripoli! Das war ein guter Aufenthalt. Echt zu empfehlende Ankerbucht. Also die Meeresoberfläche sieht aus wie die ganzen letzten Tage. Kein Wind, keine Wellen. Aber der Himmel? Wo kommt denn das Grau her? Erst dachten wir ja an Frühnebel. Aber es sind doch wirklich ein paar Wolken. Wenn die Sonne rauskommt, so wie jetzt gerade, ist es so schön warm noch. Bis Sonntag haben wir Glück, dann schlägt das Wetter um. Bis dahin genießen wir das einfach. Als nach 5 Stunden Fahrt unser Ziel ins Blickfeld kam, war der blaue Himmel längst wieder da. Links der Ort Palinuro leuchtete uns entgegen. Die Felsen aber noch deutlich mehr. Wegen des zu erwartenden Westschwells fuhren wir um die Landzunge herum. Und weil für die positiven Bewertungen dieser Ankerstellen ausschließlich Superlative benutzt wurden, mussten wir da natürlich auch hin. Ich glaube, da gehen wir jetzt rein. Nicht weiterfahren, einfach in diese tolle Bucht da. Da müsste auch ein bisschen Sand sein. Und so war es. Wo es Strand gibt, findet man meist auch sandigen Meeresboden. Des Seglers liebster Ankergrund. So, kaum ist der Anker unten, schon schwimmt der kleine Goldfisch im Wasser. Bei 24 Grad Wassertemperatur war es das reinste Vergnügen. Sagte sich auch das Paddleboard, landete ungesichert im Wasser und musste gerettet werden. In der Stunde ist die Sonne untergegangen und man kann hier total schön erkennen, wo da hinten noch der Wind und das gekräuselte Wasser aktiv sind. Und hier bei uns ist gar nichts mehr. Die Bucht hat natürlich wirklich zu Recht ihren Namen des guten Schlafes. Das werden wir hier haben, garantiert. Nach einer herrlich schwellfreien Nacht gab es morgens kurzzeitig Thermikgeschwabbel. Zum Glück mit Goldeffekt auf der anderen Seite.
So, wo geht's hin? Ja, lass uns doch mal zu den Höhlen da vorne fahren. Außenborder ist dran und dann geht's los. Zuerst passierten wir den offiziellen Strandbereich. Der ist durch zwei Wellenbrecher super geschützt. Und unter den Bäumen versteckt sich eine kleine, nette Bar. Kurz vor den Klippen dort konnten wir mit unserem Dinghy unkompliziert anlanden. Schon imposant hier. Das ist so schön hier. Ich möchte die ganze Zeit sagen, kneip mich mal. Das ist irre, dass wir das gefunden haben hier. Hinter dem Strand gibt es einen erfrischend grün umsäumten Süßwasserteich. Und den passenden Fluss dazu. Was für eine bezaubernde Oase hier. So, jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Oh, oh. Oh, wir heben ab. Was für eine Schönheit, dieser Berg. Die glatte Wasseroberfläche lud ausdrücklich dazu ein, alle Uferabschnitte zu erkunden. Grandios, welche unterschiedlichen Azur- und Türkistöne durch die Kombination aus Sonnenlicht und Meeresgrund geschaffen wurden. Selbst wenn Wolken im Spiel waren, ergab sich ein wunderbar tiefes Blau. Also wir trennen uns ja nur schweren Herzens, ne? Und die liegen mit der Segeljacht jetzt genau vor dieser tollen Bucht. Machen alles richtig, einfach genial. Was für ein herrliches Fleckchen Erde. Ein kleines Paradies. Und wir durften da sein. Also Segler, wenn ihr diese Küste entlang fahrt, segelt bloß nicht vorbei. An der Baia del Buen Dormire. Mit dem thermischen Vormittagswind zuckelten wir Suche aus der Bucht. 25 Meilen in Richtung Ost-Südost standen auf dem Plan. Obwohl wir bereits nach kurzer Zeit wieder unter Motor liefen, ließ sich dieser fröhliche Kerl nicht von einer Stippvisite abhalten. Und seine Kumpels holte er auch noch dazu. Das ist doch an elegantem Schwimmspaß nicht mehr zu überbieten. Vielen Dank für euren Besuch. Da querten wir ihn nun, den Golfo di Policastro. Wer kennt ihn nicht? Das sah total schön aus an Land. Aber wir mussten rüber, auf die andere Seite. Der Wetterwechsel nahte. Nur noch zwei ruhige Nächte. Dann war Schluss mit ruhigem Ankern. Wir brauchten einen sicheren Hafen. Und einen bezahlbaren natürlich. Den würden wir aber in Cetraro finden.
Da Tobi den nächsten Ankerplatz ausgesucht hatte, fieberte er der Bucht vor San Nicola Arcella entgegen. Und schon fiel der Anker und die Kralle folgte. Los geht's! Mein Gott, 8 Meter sind das unter uns. Und so klar! Tja, diese geniale Tiefensicht erfreute mich beim Ankern immer wieder aufs Neue. Oh, ganz cool. Dahinter soll diese Minischlucht sein. Mal gucken, ob wir da mit dem Dinghy hinkommen. Zuerst versuchten wir, über Treppe und Wanderpfad auf die andere Bergseite zu kommen. Nö, umkehren. Wegen Steinschlaggefahr klappte das nicht. Dann also doch mit dem Dinghy außenrum. Sehr beeindruckend hier. Die Felsformationen sind einfach toll. Wie in Thailand sieht das aus? Ja, ganz spitze Steine direkt aus dem Wasser raus und oben alles grün. Am nächsten Morgen zog es uns auf die andere Buchtseite. Fast die komplette Landzunge ist in privater Hand. Echt toll ist, dass die Eigentümer nicht nur die Zugänge und das komplette Anwesen rund um den alten Wachturm hegen und pflegen, sondern auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Herrliche Ausblicke gab's also frei Haus. Wirklich friedlich hier oben. Und nochmal neuer Ausblick zur anderen Seite. Und noch so eine versteckte Badebucht. Nichts zum Ankern, viel zu viele große Steine drin. Vom Strand aus gab es einen zweiten Weg hinauf. Oh nein, Herbstlaub. Es ist auch hier so weit. Diesem kleinen Vierbeiner war das vollkommen egal. Er genoss seinen Sonnenplatz. Also der Norden Kalabriens hatte schon mal was. Wir waren gespannt, wie es weiter im Süden aussah. Wir erreichten Cetraro und das Wetter tobte sich aus. Lagen wir dort wirklich so gut geschützt? Oder warum hingen Ummel und Fredi über der Reling? Wie schafften wir es tiefer in Kalabriens Natur und Kultur einzutauchen? Und wodurch begeisterte uns ein italienischer Familienbetrieb? Am besten verfolgt ihr einfach weiter unsere Reise. Halt! Halt! Da war doch noch was! Wieso wollten wir denn nun so unbedingt nach Capri? Bei dieser Aufnahme klingelt es bestimmt schon bei euch. Aber es geht noch um mehr. Unser Geheimrezept für gute Laune und hemmungslose Lachanfälle. Ausgelöst durch Bernhard Hoecker und 6 Mini-Kakerlaken. Gebt einfach mal diese Stichworte bei YouTube ein und dann versteht ihr, was uns mit Capri verbindet. Und danach bitte wieder zum Carlotta TV wechseln, liken und abonnieren. Dankeschön!